Also, Artyom, kannst du mir sagen, was wir jetzt machen? Lassen Sie uns konstruktiv sein, keine Panik schieben. Und Katja, was glaubst du? Ich glaube, dass es nicht klug ist, der Diagnose eines Degenerierten zu glauben. Ein Umzug von der feuchten Metro in die Wüste mit trockener Hitze und Sandstürmen ist Stress für die Lunge. Ich glaube auch, dass sie vorher schon Symptome gezeigt hätte, wäre es das Gas gewesen. Daher werde ich sie erstmal nach bestem Wissen untersuchen. Außerdem reisen wir zu diesem Tal voller Waldluft. Waldluft? Die alleine könnte sie schon heilen. Ich mische mich nur ungern ein, aber ist etwas passiert? Anna hat Blut gehustet. Mein Gott! Meinst du wirklich, es liegt am Sand? Klingt für mich mehr nach TB. Ganz klar. TB kriegen wir in den Griff. Wir haben genug Antibiotika. Frische Luft hilft dabei auch. Aber was? Was, wenn dieser Degenerierte recht hat, Katja? Was machen wir dann? Gibt es ein Medikament? Na komm, bestimmt, oder? In unserem Dorf gab es eine Flakbatterie. Zu Beginn des Krieges erhielten sie ein neues Medikament. Es hat viele Menschen vor Gas und allgemeinen Vergiftungen geschützt. Ich schaue mal Mamas Aufzeichnungen durch und suche den Namen raus. Ich glaube, es wurde in Novosibirsk hergestellt. Sibirsk. TB ist Tuberkulose, ja. Oh. Novosibirsk. Ja, Mark. Deine Meinung? Für Anna würde ich bis zum Ende der Welt fahren. Oh. Und Novosibirsk ist gerade mal 2000 Kilometer entfernt. Dann ist das beschlossene Sache. Wir fahren zu dem Tal. Wenn es geeignet ist, bleiben wir dort. Sollte sich Annas Zustand verschlechtern, suche ich mit einer Gruppe Freiwilligen nach dem Medikament. Also, Katja, bitte finde den Namen heraus. Mach ich. Keine Sorge. Eine Sache noch, Artyom. Ich möchte in diesem Tal keine Überraschungen. Du bist unser erfahrenster Späher. Also nimm die Motordraisine, einen Freiwilligen und sieh dir alles an, bevor wir eintreffen. Lass uns alles klar. Zurückgehen. Anna und die anderen zu beruhigen. Muss nebenbei die Dampfe sauber machen, der hat gesifft. Jetzt verstehe ich, warum die letzte Zeit so mies drauf war. Muss dir die ganze Zeit daran denken. Und? Wie lautet das Vorteil? Also hier kommen eure Befehle. Erstens, Ruhe bewahren. Der Plan steht. Wir fahren zu diesem Tal mit seiner frischen Luft und dem sauberen Wasser. Und dann siedeln wir uns dort an. Sollte Annas Gesundheit... Papa, bitte! Ich wiederhole, Anna. Falls es dir schlechter gehen sollte, so gibt es ein Medikament, von dem Katja uns erzählt hat. Expantenol, das flutscht wieder. Werden wir es für dich finden. Expantenol. Das klingt nach einem guten Plan. Eine Salbe. Ich möchte auch sagen, Leute, macht euch keine Sorgen. Es ist schon schlimm genug, dass ich euch die Party verdorben habe. Ach komm schon, du hast gar nichts verdorben. Ich habe mir wohl zu viele Gedanken über den Mist von dem Kerl in Yamantau gemacht. Obwohl es ja, dieses Schönreden ist auch nicht so gut, ne? Sind. Natürlich, daran wird es liegen. Genau, also falsche das Hoffnung haben wir und so. Na noch, ist eine Salbe. Ein Toast. Ah. Auf euch, Leute. Seid einfach ich, fröhlich. Hey, und ich? Ah. Ein guter Toast! Auf euch! Genau wie Wasser. Über uns. Na klar. Oh, ein bisschen zu stark. Oh, Stepan spielt ein Lied. Na dann. Lauschet. Приехал на фронт со своей молодой женой. Полковник Васин созвал свой полк и сказал им: пойдем домой. Мы ведем войну уже 70 лет, нас учили, что жизнь — это бой. Но по новым данным разведки мы воевали сами с собой. Я видел генералов, они пьют и едят нашу смерть. Их дети сходят с ума от того, что им нечего больше хотеть. А земля лежит в ржавых. И если мы хотим, чтобы было куда вернуться, время вернуться домой. Этот поезд в огне, и нам не на что больше жить.
бежать. Этот поезд в огне, и нам некуда больше бежать. Эта земля была нашей, пока мы не увязли в борьбе. Она умрет, если будет ничьей, пора вернуть эту землю себе. А кругом горят факелы, это сбор всех погибших частей. И люди, стрелявшие в наших отцов, строят планы на наших детей. Нас сражали под звуки маршей, нас пугали тюрьмой. Но хватит ползать на брюхе, мы уже возвратились домой. Этот поезд в огне, и нам не на что больше жать. Этот поезд в огне, и нам некуда больше бежать. Эта земля была нашей, пока мы не увязли в борьбе. Она умрет, если будет ничей, пора вернуть эту землю себе. Этот поезд в огне, и нам не на что больше жать. Этот поезд в огне, и нам некуда больше бежать. Эта земля была нашей, пока мы не увязли в борьбе. Она умрет, если будет ничьей, пора вернуть эту землю себе. Das ist definitiv in uns. Da kommt sogar ein Oberst drin vor. Ja. Sag ja Eier, wir brauchen Eier. Dieses Land zurückholen. Und eine Sache noch. Wir wollen keine Überraschungen wie an der Wolga oder in Yamantau. Daher schicken wir einen Spähtrupp mit einer Motordrasine voraus. Artyom braucht einen Freiwilligen zur Unterstützung. Ich nehme mich! Ich prüfe das Tal auf Herz und Nieren, bitte! Irgendwie habe ich das Gefühl, dass Aljoscha nur gucken will, ob es da Amazonen oder überhaupt Frauen gibt. Sehr gut, dann ist alles geklärt. Okay, Aljoscha, komm mit. Ehrlich, ich beneide dich, Stepan. Du hast eine ganze Familie bekommen, eine Frau und ein Kind auf einmal. Und du musst dir keine Sorgen um Windeln oder Bauchweh machen. Na, das ist nicht gut. Wir haben nichts gegen Windeln, Herr Oberst. Tatsächlich haben wir sogar vor, Nastja einen kleinen Bruder zu bescheren, wenn sie nichts dagegen hat. Ich hätte lieber eine Schwester. Ja. Wir könnten zwar mit Puppen spielen. Ich könnte mich um sie kümmern. Mit einem Bruder könntest du Spartaner und Sondereinsatztrupp spielen. Lass das, Stepan. Wir hatten schon genug Einsätze. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich bin es leid. Ich würde gern in den Ruhestand gehen. Ein wenig das Leben genießen. Du kannst doch nicht in den Ruhestand. Du bist zu jung. Ich bin alt, Nastja. Bist du nicht? Du hast gesagt, dass Leid nicht gut ist, Nastja. Das sage ich euch auch immer. Aber was soll ich denn machen? Deine Mama hat dich. Aber meine Anna hat kein kluges Mädchen wie dich. Papa! Sag nicht Papa zu mir! Ein 20-Jähriger denkt vielleicht nicht über Kinder nach. Aber ich würde gerne noch meine Enkel zu sehen bekommen. Klar, du könntest ihnen den Nahkampf beibringen. Zum Beispiel. Gleichzeitiges Schießen mit zwei Pistolen. Natürlich, du bist herzlich willkommen, Nastja. Opa Miller wird allerdings nicht aufgeben, bis er eigene Enkel hat. Hast du gehört, Artyom? Ich weiß nicht, was ich dazu noch sagen soll. Sie ist wunderschön, sportlich. Klar, mit dem Gewehr bin ich olympiareif. Ich verstehe ja, wenn man in der Metro keine Kinder haben will. Dunkelheit, TB, Ratten, Mutationen. Aber hier? Ne? Schon gut, Papa. Heute Nacht beginnen wir mal mit der Problemlösung. In diesem Sinne, wie wäre es mit einem Schnaps? Auf die Wiederbevölkerung der Erde. Auf Kinder! Ja! Prost! Auf Kinder! Gorko. Kinder. Gorko. Richtig, Gorko? Oh, wirklich perfekt. Und noch ein Toast. Auf Gute die Sache, neue Kolonie. Alle. Möge sie wachsen und gedeihen.
auf die neue Kolonie! Auf die neue Post. Wunderbar! Das ist stark! Und auch alte Frauen, die hier zukommen! Schon leichtes Aufstoßen. Aljoscha, an dir habe ich nie gezweifelt. Ja, Aljoscha. Ich glaube, darüber so, solltest wir mal du dir so langsam? Keine Sorgen machen. Wenn alles klappt, werden Menschen zu uns kommen. Du musst saufen, ja, mach ich doch schon. Ich ehrlich, halt doch hier. Gute Menschen. Sobald das geht, ich bin hier sicher, hinten. Wir haben auch überlebt. Da? Da? Tja, und sollten böse Menschen mach ich das auch. Werden sie das noch bereuen? Oh, ganz bestimmt. Wenn wir die faulen Äpfel aussortiert haben, können wir dann überlegen, was wir mit Moskau unternehmen. Das ist wohl wahr. Auf die Liebe. Auf die Liebe. Auf die Liebe. Rocco. Rocco, richtig scheiße. So. Du bist dran, Artyom. Na los, beeindrucke uns. Mit. Ach so. Hitze ist echt unerträglich. Damit. Auf die Liebe. Achso, jetzt können wir da raus. Moment, die haben jetzt hier noch Fat Party? Was, echt? Warum? Einmal kuscheln. Und dann, wir können schon wieder Musik machen. Okay. Krass. Saufen morgens, mittags, abends. Ich will saufen. Ingo ohne Flamingo könnte hier passieren. Ja gut, die haben ja auch was zu feiern, ne? Kann leider nicht weiter runter gucken. Ich würde mal gerne mal seine Finger ansehen. Ist das das Lied von letztens, oder... melancholische Gedudel. Ja, es könnte auch besinnlich sein. Aber ich will das auch mal ein Stückchen weiter. Wir werden das jetzt mal nicht ganz hören. Stepan, spiel noch was. Ja, Stepan, mach Stepan, das mal. Könntest du uns das Lied von Borisic spielen? Oh, links gehen ja nicht. Das hatten wir eben, oder? Ist es das? Kennst du oder weiß ich nicht, kann ich jetzt nicht gucken. Полковник Васин приехал на фронт со своей молодой женой. Was? Полковник Васин созвал свой полк и сказал им: "Пойдём". Ja, das war das doch von eben, ne? Okay. Dann begeben wir uns mal wieder raus. Ja, das ist das gleiche wie von eben. Hallo, Jungs. Hi. Hallo, hast du wieder ein Update für unsere Tiha? Wie du siehst, kümmere ich mich nach dem Wüsteneinsatz gründlich um die Waffen. Das ist sehr vorbildlich. Ich hasse Sand, das ist mal klar. Der ist rau und grob und gelangt überall hin. Das stört mich ohne Ende. Rock Moon, ja, sobald genau, wir aber echt. Sobald wir dieses Höllenloch also verlassen haben, beginne ich mit dem Reinigen und Warten. Und Duke hat, freundlich wie er ist, seine freiwillige Hilfe angeboten. Freiwillig. Am Arsch. Du bist ein Sklaventreiber. Wie dieser Baron. Tja, dann hättest du die Ubojnik nicht in den Sand mitnehmen sollen. Ist immerhin keine Kalaschnikow. Danach konnte man damit nicht mal mehr schießen. Ist eine neue? Gott sei Dank. Ich wusste gar nicht, dass man überhaupt damit schießen kann. Also, junger Mann, Glück gehabt. Ja, es ist echt ein Rätsel, wie diese Banditen ihre Waffen so, wir gucken mal eben hier. Sie haben auch aufgehört zu quatschen, sehr gut. So, was haben wir denn hier Neues? Ah, sehr geil. Ist sie dreckig? Nee, ist sauber. Ist auch, sind alle sauber, sehr gut. Kurzer Lauf, den hatten wir bisher. Entenschnabel-Laufverengung wirkt sich auf die Streuung der Munition aus.
Fliegen mehr zur Seite. Ne, finde ich auch doof, oder? Hätte gerne so diesen typischen runden Schroteinschlag. Nicht so eine Streuwirkung. Aber interessant. Die ist auf jeden Fall auch sauber. Und hier haben wir nichts Neues. Was ist das? Wer ist das? Ih, ist das? Hier ist mein Bild. So, wir machen uns ein bisschen Moon. Nichtsdestotrotz. Nein, fuck. Naja. Eine Granate können wir noch machen. Das mache ich auch. Und jetzt sind wir so ziemlich am Ende angekommen. Bläh. Gut. 86, ich wollte gerade sagen, das ist ja von der 80er-Kalender hier. 86. So, wir müssen zur Motordraisine. Die wird da hinten schon vorbereitet, oder? Gibt es da eine kleine Pistole, was man auf Sniper umbauen kann? Das ist wirklich super. Ach so, du meinst, warte mal. Ich glaube, die hatten wir schon, bis ich dann aber gesagt habe, wir nehmen die Kalasch als Sniper und die, dafür eine Schrotflinte. Ich hatte vorher, als du die meinst, die hatten wir vorher, glaube ich, die Bastard. Der Revolver, ach nee, Ashot, oh guck mal. Was ist denn der Revolver da, ne? Oh, was ist denn die Ashot? Verlässliche Waffe im Nahkampf. Aber ich bleib nochmal bei der Schrot. Bei Teil 1 und 2. Wir nennen die nach dir. Was? Bei 1 und 2 haben wir auch immer eine auf Sniper umgebaute Pistole gehabt. Eine Kalaschnikow und eine Schrot. Das war eine gute Mischung, aber die Tiha nimmt uns jetzt halt hier immer einen Platz weg. Oh. Tukarevs Nachricht. Krest, ich schreibe dir, weil ich nicht möchte, dass es jemand hört. Ich bereite eine Hochzeitsüberraschung für Katja und Stepan vor und ich brauche deine Hilfe. Ich möchte ihnen ein paar Ringe machen. Das Metall dafür habe ich schon, jetzt muss ich nur noch ihre Größe wissen. Stepan ist kein Problem, immerhin habe ich für das ganze Team Handschuhe angefertigt. Aber Katjas Finger habe ich nie gemessen und die Überraschung wäre dahin, wenn ich das jetzt tun würde. Ich weiß, dass du ein gutes Auge hast. Kannst du mir vielleicht die richtige Größe nennen, ohne zu messen? Außerdem bräuchte ich etwas Hilfe beim Aufpolieren, sobald die Ringe gegossen sind. Das ist ja nicht mehr viel Zeit. Vielen Dank im Voraus, TT. Haben wir nach langem mal wieder ein Dossier gefunden. Naja, Bruder, Anna hat uns sicher einen Schreck eingejagt. Aber keine Sorge, es sieht nach Tuberkulose aus. Aber Katja ist eine echte Krankenschwester. Sie wird sie im Nu wieder... Fanatiker am Wolgaufer, Kannibalen im Bergbunker, Sklaventreiber an der Küste des ausgetrockneten Meeres. Wie viele Monster sind durch den Krieg entstanden? Vielleicht waren sie schon immer da und der Krieg hat ihnen lediglich die Gelegenheit geboten, sich auszuleben. Und jetzt müssen wir sie für immer ertragen? Wird Damir, der in der Wüste geblieben ist, um Jul zu helfen, ihr Volk in die Freiheit zu führen, noch ein Monster besiegen? Und zwar die Trägheit im Denken jener, die von den Tyrannen dort unterworfen und versklavt wurden? Ehrlich gesagt habe ich Zweifel. Dieses Monster könnte sich als stärker erweisen als alle anderen. Wie auch immer, wir können es uns nicht leisten, die Hoffnung zu verlieren. Wir kommen unserem Traum immer näher, einen Ort zum Leben zu finden, frei von Strahlung und Mutanten. Die Karten, die wir in der Wüste gefunden haben, zeigen uns mehrere vielversprechende Optionen auf. Und jetzt warten wir alle gespannt auf die Entscheidung des Obersts, wohin die Aurora als nächstes fährt. Im Moment rollt der Zug ruhig nach Osten. Die Mannschaft ruht sich aus. Und Stepan hat Katja einen Antrag gemacht. Einen Antrag, den sie nicht ablehnen konnte. Ich befürchte, wir müssen nochmal die Zwischensequenz checken, oder? Obwohl, wir waren ja danach, wir können die überspringen. Alles gut. 129 ist Yondo gebraucht, 150 neu geht's los. Alter, das ist viel. Muss mit dem Alter aufpassen. Das ist echt viel. Aber ich frage mich, wenn das Ding jetzt schon 150 kostet. Wer zum Teufel verkauft das denn jetzt schon für 129 gebraucht? Warum? Ich meine, das verliert doch nicht an Wert. Warum, wenn man die hat, warum sollte man die jetzt verkaufen? Dann der Pate, der einen Antrag, den sie nicht ablehnen konnte, ja.
Make you an offer, but you can't refuse. Das verstehe ich nicht. Legst du 5 Jahre in Keller, ordentlich verpackt? Plastiktüte, Karton drum? Kriegst du doch richtig Asche dafür. Ja. So. Geh halten. Ah, nee, wir sind hier. Alles klar, wir sind da, wo wir rausgeflogen sind. Ich muss nochmal gucken, sind die Mods gespeichert worden? Wir haben 5 davon. Mund sieht gut aus. Wir haben auch keine Dingenskirchen mehr hier. Und alle Waffen sind gereinigt. Ich glaube, ja. Was zockt ihr denn so aktuell? Add Chat und los. Der Dude hat euch was gefragt. Okay. Wir sind abgeschmiert, als wir mit ihm da hinten gesprochen haben das letzte Mal. Dann haben wir echt nicht viel verloren. Sehr geil. Ist das hier? Psst. So. Ja, Bruder, Anna hat uns sicher einen Schreck eingejagt. Aber keine Sorge. Es sieht nach Tuberkulose aus. Aber Katja ist eine echte Krankenschwester. Sie wird sie im Nu wieder auf die Beine bringen. Abgesehen davon haben wir endlich mal eine schöne Aussicht. Ein Fluss, ein Wald. Und heute dreht es sich. Wasserkraftwerk. Klingt interessant. Bislang habe ich noch keins repariert. Also keine Sorge, alles wird gut, Archer. Schon bald werden wir in diesem Tal ein normales Leben führen. Wollt ihr eigentlich Kinder haben? Wird nämlich Zeit, Bruder. Moskau ist mit all der Strahlung nicht der richtige Ort dafür. Aber das Tal ist perfekt. Stepan und Katja würden eurem Beispiel bestimmt folgen. Sie sind ja jetzt verheiratet. Wir müssen noch die Kolonie bevölkern. Sie soll richtig schön werden. Wir haben fähige Leute und noch wichtiger, kluge Leute. Das zieht bestimmt weitere an. Und wenn irgendein Arschloch beschließt, die Party zu stören, werden unsere Jungs das im Nu klären. Also ich will die immer anpusten, ne? Wir müssen uns das Tal natürlich zuerst ansehen. Der Oberst völlig recht. Aber du und Ayosha macht das schon. Kein Problem. Klar. Und wir sind... Achso, nicht fertig. Ich hatte damals schon ein ungutes Gefühl. Hab sogar dem Oberst davon erzählt. Aber er war so begierig, dann auf den Minister sind jetzt zu weg. Treffen, dass es ihm egal war. Gar nicht seine Art, hä? Hm. Aber solche Dinge sind zu erwarten. Jeder hat eine Schnur, die auf alles TPC andere vergessen Stadion. Lässt, auch wenn man eine. Anzieht. Ja, wir haben die ja nicht anerhabt. Bei mir zum Beispiel hat sich selbst warum für fliegt da Gras? Wie es ihm jetzt wohl geht? Ich nehme an, es geht ihm gut. Kämpft mit dieser Giul bestimmt für das Gute. Andererseits, stell dir vor, wir kämen zurück und finden ihn auf dem Platz des Barons wieder. Nur ein Scherz. Amir ist ein guter Junge. Er würde niemals so vom rechten Weg abkommen. Naja, ich denke, ich mache deine Trophäe hier fertig und bereite CK2, dann die Watch Dogs, Casey, die Witcher 3 in Assassin's Creed Origin. Assassin's Creed ist cool, oder? Von ihm sprechen. Ich glaube, er wollte unbedingt mit dir gehen, weil er auch so ein Gefühl hatte. Sein übliches aber. Pass auf den Lustbolch auf, bevor er irgendwo in der Klemme steckt, ja? In der Klemme steckt. Ah, Schmutzwitz. Aber das muss ich dir lassen, Bruder. Diese Schönheit Bruder, mit A. Ein Geniestreich. Ich habe das Gefühl, dass sie uns sehr nützen wird. Vergiss ja. Nicht, meine Motordraisine würde ich für nichts auf der Welt hergeben. Aber dieses Baby hier ist einfach fantastisch. Egal wie der Wagen aussieht, sein Motor ist sauber eingestellt und gewartet worden. Fahrgestell und Federn sind verstärkt, sogar die Bremsen sind völlig in Ordnung. Da war ein sehr fähiger Mechaniker mit Leidenschaft am Werk. Das gefällt mir. Wirklich, dieses Ding erinnert mich an mein altes Baby, mit dem ich damals von Kadui weggefahren bin. Ein schwerer Laster aus dem anderen Krieg. Hatte schon seit mindestens 40 Jahren auf dem Schrottplatz hingerostet. Lief mit Brennholz, genau wie die Aurora. Natürlich mehr Erinnerung als Laster. Die Kabine war völlig so eine über. Sein kann. Brennholz hält sich nicht so gut. Die Ladefläche fehlte komplett. Aber der Motor und das Getriebe und der Dieselgenerator waren noch dran. Das Fahrgestell war ganz okay. Ja, das war ein Stück Arbeit. Ein Monat ohne Pause. Aber letzten Endes fuhr das Ding. Dann setzte ich auf das Fahrgestell ein Chassis von genau solch einem Minibus, wie du hier hast. Mit diesem Frankbus kam ich bis Astrachan. Mhm. Und das Ding hatte von Haus aus lediglich 30 PS. Eine schreckliche Plackerei. Man musste nicht nur Feuerholz hacken, sondern die Stücke auch noch schön gleichmäßig machen. Sonst lief's nicht gut.
Dazu nochmal viel Erfahrung, wie beim Heizen einer Sauna. Ich verbrachte also einen halben Tag mit den Vorbereitungen und fuhr nur ein paar Stunden. Tja. Brimdorn ist auch so ein Hackenslayer, oder? Kein Wunder nach all den Anstrengungen. Trotzdem musste ich es dem Mistkerl in Astrakhan überlassen. Sonst hätten sie mich dort direkt umgebracht. Was für ein Glück. Tja. Oh, wir gerade langfahren. Cool. So war das damals. Was diese Schönheit hier betrifft, ich werde mich gut um sie kümmern, um der alten Zeiten willen. Echtzeit, glaube ich, hätte ich nicht mehr. Zeit Frühbuch und Spätmittelalters. Ah. Ist das nicht eine Schönheit? Wie eine Braut an ihrem Hochzeitstag. Perfekt. So, jetzt sind wir durch, ne? So ist das, Bruder. Ja, das klingt nach, wir sind durch. So ist das. Ja, und so war nett. Oh, Gott sei Dank. Witchern als erste durch. Hatte ich nach den DLCs für mich keinen Wiederspielwert irgendwie. Ja, die DLCs sind auch noch offen. Die hatte ich mal angefangen auf Twitch, aber das wollte keiner sehen. Könnte man auch mal überlegen, irgendwann weiterzumachen. Sehr weit waren wir noch nicht. Lässt du mich im Moment durch die Switch-Demos. Ah, die Sunny mit der Switch. Kommen wir da rein? Games mit Kabels mag. Ah, so. Skillen und sowas, okay. Dann auch so Mikromanagement oder mehr nur so normale Skilltrees? Wo müssen wir denn jetzt lang? Wir müssen die drei Sinen nehmen, ne? Müssen wir die hinten abkoppeln. Können jetzt auch wieder hier durch. Ich zwänge mich da mal kurz durch, so. Die spielen noch. Guck mal noch einmal vorne. Shadow Dragon, guten Abend. Und der Blue Pet. Wunderschönen guten Abend. Guck mal, jetzt haben wir noch einen Dragon und Pet ist auch da. Das ist unsere Zoohandlung ja fast komplett, wenn nicht sogar erweitert. Och, mir geht's ganz gut. Danke der Nachfrage. Und selber. Alles fit. Guck mal denn hier hin. Hier wollen wir auch noch nicht, oder? Komme ich nicht. Hier kann ich auch eine rauchen. Hier, wir haben gerade eine geraucht. Warum sollte ich das tun? Muss mein PC einrichten und das dauert, Kappa. Ja. Je nachdem, was man macht. Aber ich finde, das hat sich jetzt in der heutigen Zeit schon wesentlich verbessert. Also wenn man damals einen PC aufgesetzt hat, dann war man locker zwei Tage irgendwie weg. Heute schaffst du das eigentlich ziemlich easy in einem. Wenn nicht sogar ein paar Stunden. Hast du denn einen neuen PC gekriegt? Oder einfach ein neu aufsetzen? Neuer PC. Nice. Ich freue mich auch schon drauf. Aber das muss erst bestellt werden noch alles. Ich habe es jetzt erstmal bei der Arbeit eingereicht. Ich will nicht mit ihm eine rauchen. Ich will eigentlich jetzt hier weitermachen. Wir müssen auf die andere Seite für. Und das ist jetzt ein Gaming-PC dann. Nehme ich mal stark an. Ne, hier müssen wir auch nicht hin. Hä? Oder müssen wir ihm Bescheid sagen, dass wir mit ihm jetzt losfahren können? Die zwei sind ja beschäftigt. Ich renne übrigens schon, ne? Das ist Rennen hier im Zug. Da können wir es nur durchzwängen. Hä? Meiner geht das ins 9. Jahr. Ich habe nur eine Graka mal geholt. Wird auch bald wieder Zeit, ja. Was gab es denn für ein System, Shadow Dragon? Ja, das interessiert mich auch. Und weiß jemand, wo wir jetzt hier weiter müssen? Oder müssen wir es doch noch... Ne, wir können doch nicht schon wieder mit einem mit ihm rauchen da hinten. Das ist doch Käse. Ja, hier können wir uns nochmal hinsetzen. Das ist klar. Das haben wir aber schon gemacht beim letzten Mal. So, jetzt bin ich voll da. Wie? Du bist voll da? Soffen?
Inwiefern? Bin gerade durcheinander. Vom neuen PC. Komponenten. CPU, Grafikkarte. Board, RAM, aber das fand ich immer zweitrangig, Board und RAM. Bis auf jetzt, das habe ich mir dazu bestellt. Was müssen wir machen? Eben nur mit Handy, jetzt mit Pizza am PC. Pizza. Wir hatten gestern Pizza, haben wir uns bestellt. Ich habe auch noch ein paar Pizzabrötchen von im Kühlschrank. Da freue ich mich gleich drauf. Leute, was müssen wir machen? Der Shadow Dragon hat, richtet gerade seinen PC ein. Seinen neuen. Und ich habe auch neue Sachen bestellt, ja. Aber das läuft über die Arbeit und ich habe erst bei der Arbeit die Bestellung eingereicht. Und das wird also noch was dauern, bis die bestellt werden. Aber dann freue ich mich drauf. Ja, so schlecht finde ich deinen Intel i7-4790K gar nicht. Vor allem hast du extra einen Streaming-PC. Du kannst doch alles auf Ultra spielen. Nee, nicht ganz. Solche Spiele von Ubisoft wie Assassin's... Ach hier, natürlich die Karte. Assassin's Creed und Far Cry und so muss ich schon was runterregeln. Aber es wird doch generell mal Zeit für einen neuen, weil hier und da render ich ja auch schon mal Videos. Und jetzt gehe ich ja wegen dem 3D-Druck auch noch so ein bisschen ins 3D-Modeling ein. Wird mal Zeit. Aber schlecht ist die nicht. Also, da hast du recht. Die für ihr Alter hält die noch sehr viel aus. Aber trotzdem. War jetzt halt das Angebot über die Arbeit. Da gibt es dann günstiger Komponenten. Und deswegen muss ich dazu schlagen. So. Wir müssen die Karte aktivieren. Und dann können wir einfach hier drücken. Und starten das nächste Kapitel.